Also die herausforderndste Szene war für mich auf jeden Fall die Stuntszene. Lassie, die schlauste Hündin der Welt, ist zurück auf der großen Leinwand und besteht ein neues, aufregendes Abenteuer. Wieder mit von der Partie sind viele tierische und menschliche Helden. Neu dabei Anna Lucia Gualano als die eigenwillige Cleo. Wie sie zur Rolle kam und warum man sich den neuen Kinofilm Lassie, ein neues Abenteuer im Kino ansehen sollte, verrät sie hier im Interview. Also ich bin dazu gekommen, dass ich ja eine Agentur bin. Dann habe ich eine Anfrage bekommen, habe ja erstmal ein E-Casting gemacht und dann habe ich eben eine Zusage bekommen, habe dann später noch ein Konstellationscasting gemacht, zwei weitere Castings, bis ich dann drin war und ich habe mich sehr darüber gefreut. Seit mittlerweile fast 100 Jahren begeistert die Collie-Hündin Lassie im Kino, Fernsehen oder auch in Büchern bereits Generationen von Kindern und mittlerweile auch Erwachsenenfans. Lassie wurde vom Schriftsteller Eric Knight geschaffen, der 1938 die Kurzgeschichte Lassie Come Home in der Saturday Evening Post veröffentlichte. 1940 folgte eine erste Veröffentlichung als Roman. 3 Jahre später kam der erste Lassie-Film, Lassie Come Home, in die Kinos. 2005 gab es eine US-amerikanisch produzierte Neuauflage, doch besonders bekannt dürfte die Collie-Hündin aus der gleichnamigen TV-Serie sein. Mit 591 Folgen in 19 Staffeln ist sie übrigens die fünftlängste Serie im US-amerikanischen Fernsehen. Im Jahr 2020 brachte Hanno Olderdissen schließlich die berühmteste Hündin der Filmgeschichte erstmals nach Deutschland. Und nach ihrem ersten Abenteuer hierzulande ist nun die Fortsetzung da. Doch was zeichnet Lassie eigentlich aus? Für mich zeichnet sie auf jeden Fall aus, dass sie Mut erweist, dass sie immer freundlich ist und so ein kleiner Freigeist ist. Im neuen Abenteuer verschlägt es Flo und Lassie in die Südtiroler Berge, wo Tante Cosima auf einem kleinen Hof gemeinsam mit ihren Pflegekindern Henry und Cleo und einigen Tieren zusammenlebt. Als plötzlich andere Hunde verschwinden, machen sich Lassie und die Kinder auf die Suche nach den Vierbeinern. Während Flo in erster Linie Lassie beschützen will, muss er sich irgendwann fragen, ob er der verschlossenen Cleo eigentlich vertrauen kann. Ansonsten finde ich, dass sie sehr auszeichnet, dass sie eben so ein kleines Powermädchen ist, also dass sie auch ein bisschen Härte in sich hat, aber dass sie auch, dass sie eben so viel widerfahren ist, immer noch dazu fähig ist, sich zu öffnen. Und ich würde sie jemandem so vorstellen, dass Cleo ihre Eltern leider sehr, sehr früh verloren hat. Sie hat einen kleinen Bruder und eine kleine Hündin Pippa, mit der sie Best Friends ist. Also die verstehen sich alle richtig gut. Aber dann sind sie leider von Pflegefamilie zu Pflegefamilie immer wieder gekommen, weil die sich nie richtig verstanden haben. Die Chemie hat nicht richtig funktioniert. Und Cleo hat sich einfach nie getraut, sich zu öffnen. Ansonsten finde ich, bis sie eben zur Tante Cosima kam, wo sie sich auch erstmal keine großen Hoffnungen darüber gemacht hat, aber sich dann auch am Ende durch dieses Zusammenkommen mit Flo und dieses Vertrauen gewinnen und Freundschaften schließen einfach sehr geöffnet hat. Also ich denke, es gibt da schon eine kleine Gemeinsamkeit. Und zwar ist sie am Film am Anfang am meisten ziemlich frech. Ich bin Flo. Ja und? Willst du den Preis dafür haben? Sie kann auch nett sein. Ich denke, ich kann auch manchmal sehr frech werden. Aber ansonsten sehe ich da keine großen Eigenschaften, keine Gemeinsamkeiten. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich natürlich nur eine Darstellerin bin, die das Ganze spielt und ich deswegen nicht richtig mich mit dieser Rolle identifizieren kann. Die Dreharbeiten an sich haben einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, am meisten auch mit den Hunden, weil es eine ganz neue Erfahrung war und es natürlich auch so war, dass da, weil da einfach auch meistens richtig viele Hunde am Set waren, also es kam auch manchmal dazu, dass da dann plötzlich irgendwie 20 Hunde am Set waren und es dazu einfach zu viel, viel mehr Tohuwabohu kam, es richtig wild wurde und es überall gewuselt hat und man sich dann selber immer dachte, geht das jetzt gut? Aber die Tiertrainer hatten die Tiere natürlich immer unter Kontrolle. Aber auch wenn es mal stressig war, fand ich, dass sie mir auf einen selber immer so eine positive Energie übertragen haben, die mir einfach immer sehr, sehr geholfen hat.
Also die herausforderndste Szene war für mich auf jeden Fall die Stunt-Szene, weil es im Aufwand vornherein einfach schon sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Auch in der Vorbereitung, weil wir ja dafür extra in so ein Stuntstudio gefahren sind, wo ich das dann mit Nico geübt habe, dass er mich eben auf die Schulter nimmt und ich dann schon mal probiere, mit dem Besen auf eine höhere Richtung zu zielen. Und das fand ich auch schon sehr anstrengend. Auch am Set das alles umzusetzen, fand ich schon herausfordernd. Und die Szene, die mir am meisten Spaß gemacht hat, war auf jeden Fall die ganzen Naturszenen, die natürlich viel mit der Wildnis und Südtirol zu tun hatten. Deswegen war, ich denke, meine Lieblingsszene davon die letzte Szene im Film, wo Cleo und Henry auf dem Roller und Fahrrad sind und einfach die Straße runterdüsen hinter dem Caddy. Ja, hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man konnte sich austoben und es war einfach sehr schön. Hier hat ein Verbrechen stattgefunden. Und der Film hat sehr, sehr viel Adrenalin. Da ist auf jeden Fall immer was für Groß und Klein dabei. Es hat auch so einen kleinen ernsthafteren Kern. Also da ist auch ein bisschen Drama drin. Aber auch viel Freundschaft, Zuneigung und auf jeden Fall sehr, sehr viel Spannendes. Nicht nötig, Lissy. Lissy, ein neues Abenteuer.